Also, ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nur vor ihm weglaufen. Da ist er. Ja, der ist so fucking schnell. Ja, der ist so fucking schnell. Er ist halt so fucking... auf einmal charge der halt einfach. Lass mich hier bitte in die Tür rein. Ihnen bleibt nur wegzulaufen. Ja, und jetzt? Was ist denn ein safer Weg, wo ich sagen kann, ja, da komme ich hin. Ich bin jetzt hier. Ich muss jetzt theoretisch hier... Alles klar, die fangen jetzt an zu bohren. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ich muss ja jetzt hier raus und einfach nur für mein Leben rennen. Hier runter, hier hoch. Und ich muss ins U-Bahn-Büro. Ja. Kann ich irgendwie schneller laufen, als ich gerade bin? Kann ich vielleicht mit meinem Messer... Also... Kann ich... Schneller will die einfach nicht laufen, okay. Naja, meiner. Dann heißt es, das Messer in die Hand nehmen. Oder die Knarre und... Hallo? Ach komm, meiner. Ich dachte, der springt jetzt. Ja, jetzt springt er. Pisse dich. Ja, normale Waffen machen nichts gegen ihn. Ich kann ihn nur outrunnen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, Mann, dass da zwei Viecher stehen. Hilft er mir vielleicht? Alter, das ist ja mega witzig. Ja, geil. Das Ding ist, ich teste das jetzt mal. Okay, die explodiert relativ fix, okay. Ja, der hier. Ja, das Gebot. Oh nein, ich muss doch hier... Alter, geh doch hier rein, Alter. Okay, so. Das Ding ist, ich kann jetzt sagen, hier, ich benutze das jetzt und hebe meinen Heal auf. So, ich nehme das jetzt hier mit, bla bla. Ich speichere hier an der Stelle, dass ich mein Schild wenigstens habe. Oder mein Leben hier an der Stelle. Heißt aber, ich bin bei Warnung. So, heißt ein oder zwei Hits und ich bin dead, so oder so. Und da kann ich laufen, wie ich möchte. Ist leider Fakt. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich ignoriere den, dann ist der eh, guck, direkt hinter mir. Ja. Ja, das meine ich, der ist hinter mir. Jetzt springt er vor mir an die Scheiße. Ja, jetzt ist er hinter mir und gibt mir gleich einen Hit oder so. Wo bin ich? Ich bin bei Gefahr, heißt... das heißt, ich muss das hier benutzen und weiterlaufen.
Ich weiß halt auch nicht, ob ich blocken kann. Hallo Zombie. Hallo, mach auf. Hallo, mach auf. Ja, er ist hinter mir. Er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Mach auf die Scheiße. Er ist immer noch hinter mir, er ist immer noch hinter mir. Hallo, ja, schön. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Ach Gott. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Ah. Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Okay. Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Aha, genau. Ah. Warte mal. Es geht von 1 bis 4. Ich muss von Redstone run. Nee, ich kann. Auf 1 gehen. Das ist richtig. Das ist dann 2. Dann hast du RE. Was? Wofür steht denn das RE? Ach du Scheiße. Meiner. Wahrscheinlich muss hier Red... Wir müssen zu Fox Park, ne? Also wahrscheinlich muss... RE muss hier... Red... Geht das hier? Redstone? Nee. Doch, ich muss hier Redstone... Street? Das ist nämlich 1. Redstone ist... Ach so! Okay, ich verstehe. Redstone ist 1. Das heißt, wir fahren runter zu Post Avenue. Okay. Faust Avenue. Also hier. Okay. Da müssen wir zur 2, glaube ich. Dass wir runtergehen zu Raccoon Central City. Raccoon... Ist das das hier? Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist RE. Das ist das, was wir brauchen. Das ist SR St. Michaels. Dann hast du hier FO. Das ist Fox Park. Du hast RA für Raccoon, okay? Ich glaube, das muss auf 3. Ne, dass du da quasi runter gehst. Den fährst du ja theoretisch runter zu SA. Und das wäre ja theoretisch dann so, oder? Oder bin ich doof? Da steht irgendeine Zahl, die aussieht wie eine 2. Könnte eine 2 sein, ich bin mir nicht sicher. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Oh mein Gott. First try. Ich hätte auch noch falsch gehen können. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Okay, wir haben ein Problem. Ich kenne den Weg zur U-Bahn-Station nicht. Und Mr. Klopsi wird mir jetzt entgegenkommen. Ach so, oder? Naja, drauf geschissen. Ja, hallo. Schöne Range Attack an der Stelle. Ach. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ist das denn auf einmal für ein Vieh? Ja, das lutscht aber mein Gehirn aus. Ja, lecker. Ja, okay, ist ja nice. Ist ja gut. Der Parasit selbst dient als eine Art irgendwas. Okay, wir haben das hier noch nicht gelesen. Eisenbahner Leitfaden. Ja, das haben wir doch schon mal gelesen. Warum wurde das hier nicht mitgenommen? Bitte Muni oder so. Oh, thank God.
So, wir haben Ammo. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier gibt es auch nicht so viel zu tun. Das Gebore fuckt mich ab. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich bin der Meinung, hier gab es noch eine verschlossene Tür. Ich weiß gar nicht, ob der Dietrich überhaupt kaputt gehen kann, aber anscheinend nicht. Erste-Hilfe-Spray. Sind wir? Ja, benutzen wir. Das heißt, wir sind gesund und haben ein bisschen Ammo. Das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung, irgendwohin zu laufen. Und diese Viecher hier zu shotgunnen. Hä? Alter, die Viecher schlucken. Warte mal, kann ich an der Stelle nochmal laden? Zur U-Bahn-Station zurückkehren? Ja, ich glaube, das ist richtig. Weil ich möchte den nicht unbedingt mit 5 Bullets wegknallen, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Das fände ich schon nice. Und ich hoffe, hier ist immer dasselbe drin. Danke. Also Munitionsknappheit, ich weiß nicht, in Resident Evil 7 beispielsweise, da hieß es ja auch auf schwer, dass du Munitionsknappheit hast und so. Aber ich meine, gut, da konntest du auch die Gegner outrunnen teilweise. Könntest du jetzt hier vielleicht auch, aber nicht bei diesen Fernkampfdingern, glaube ich. Ich laufe jetzt einfach so nah, ich laufe jetzt straight auf das Vieh drauf und gebe denen einen One-Shot. Raus hier. Was, das sind zwei? Nachladen. Ja, ich hab's verstanden, Meister. Dass du mich nicht magst. Ah, okay. An der Stelle war's das auch mit der Ammo. Oh, ich bin falsch gelaufen. Stehen die jetzt hier alle so auf? Hier war irgendwas mit dem Code, aber das kannst du vergessen. So, okay, wo muss ich hin? Ich muss jetzt hier hoch und dann rechts, okay. Hier lang und dann rechts. Naja, wie gesagt, ich muss... Glück gehabt, dass ich hier hoch und dann rechts muss. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Ich möchte nur anmerken, dass es echt dreist ist. Ach, natürlich muss ich das alles nochmal machen. Es ist assi, das ist jetzt wirklich... Also jetzt kommt Try and Error zum zweiten Mal und das nervt mich ein bisschen. Du kannst dem Nemesis eh nichts tun, bis es zu einem Bossfight kommt, ist wahrscheinlich. Ich könnte ihn zwar niederschießen, aber bevor ich ihn niederschießen kann, ne, ist meine Munition aufgebraucht, weil 5 dieser Mistviecher auf mich warten. Gut, es sind nur 3, aber trotzdem, was willst du machen? Nichts. Das nervt einfach nur. Und das ist auch einfach nur Time Waste, to be honest. Das ist wirklich nur Time Waste. Ja, putz. F. Oh, das wollte ich gar nicht. Alle beide angehittet, wir laufen.
Was muss ich bei dem Event machen? Achso. Okay, ich habe noch 2 Bullets. Okay. Alright, ne, dann ist okay. Hier durch. Hier lang. Hallo, mach die Tür auf. Hier ist nichts außer das. Was kann ich hier machen? Das macht halt keinen Sinn, okay. Ja, naja, dann ist dem so. Ich gehe jetzt kurz da oben schauen, bevor ich direkt zur U-Bahn-Station laufe. Gibt es hier irgendetwas? Ne, nur der, der da ist, aber das bringt mir nicht so viel. Hä? Okay, mach das. Kann ich hier bei dem was machen? Nö, der frisst sich da nur voll. Ja, naja, das Ding ist... Digga, ein so ein Angriff macht mich so low. Okay, alles klar. Mhm. Ist ja auf jeden Fall interessant, das kann ich dir erzählen. Auf einmal kann der rein zufällig eine Dreier-Kombo machen, oder? Die er davor noch nie gemacht hat. Ja, ficke dich auch, du Drecksbohrer da oben. Alter, das triggert mich so hart, dieses fucking... Versuch's mal. Es ist ja nicht mal schwer. Es ist einfach nur unnötig, dass der Typ so strong AF ist. Und egal, wie ich ihn reinknülze, Alter, das ist aus die Maus. Wie soll ich mit 5 Bullets die Viecher killen? Erklär es mir, bitte, Spiel. Erklär es mir. Ich kann ja nichts machen, außer jedes Mal dasselbe und irgendwie mit Glück durchkommen. Mehr ist nicht. Es ist nur Try and Error, nicht mehr, nicht weniger. Das hat nicht mal irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Außer vielleicht, wenn ich sage, ja, ich stelle es auf einfach oder so, dass das Mistvieh auf einmal langsamer ist oder nicht mehr springt oder so. Aber mehr macht es auch nicht. So, dich Wichser schrotze ich jetzt so hart in die... Fresse. Kann ich eigentlich gleich nochmal neu laden. Das ist eigentlich traurig. Wie nah soll ich an ihm stehen, dass ich ihn one-shotte? Oder muss ich einfach nur an die vorbeilaufen? Ich kann ja nicht mal an die vorbeilaufen. Weil die mich ja mit ihrem komischen Vergewaltigerstachel gleich mal kurz penetrieren müssen. Das macht ungefähr so viel Spaß, als würde ich gerade, keine Ahnung, den Schwierigkeitsgrad so einfach programmieren, dass es nahezu unmöglich ist. Ja, Munitionsknappheit, I mean. Okay. Aber ich werde jetzt schauen, ob ich irgendwie blocken kann. Steuerung, Tastenbelegung. Ja, ich kann ausweichen. Bringt mir das was? Gibt es vielleicht doch Blocken oder so? Nein, okay. Ja, dann weiche ich halt auch. Ich habe mich geheilt, oder nicht? Habe ich nicht. Naja gut, dann weiche ich halt aus. Man kann nicht nur laufen und ausweichen. Hier raus. Ich kann nur an ihn vorbei. Doch. Lauf. Hallo rein. Meine Fresse, wie viel Leben habe ich noch? Nicht mehr so viel, kann das sein? Ja, ich bin schon wieder bei Warnung. Also a few hits und ich bin wieder dead. Schön. Okay, das heißt, ich probiere jetzt einfach nur, um mein Leben zu laufen zur U-Bahn-Station. Das ist das Einzige, was ich von... Kann ich hier irgendwie speichern? Kann ich hier irgendwo speichern? Nein, kann ich nicht. Ich kann einfach nur...
Ne, da macht das Vieh zu einem Mistvieh. What? Ich kann nur dodgen. Ich dodge einfach nur mein Leben. Oh mein Gott, hat mich gesaved. Was? Okay, wir werden dodgen und hoffen, dass ich die Zombies wegshotgunnen kann. Das ist das Einzige, was mir einfällt, wie ich die Scheiße machen soll. Also legit. Der Typ reagiert nicht mehr auf einen Pumpgun-Schuss auf den Kopf. Ich muss wahrscheinlich mein ganzes Magazin da reinlöten. Und bis dahin hat er mich schon 5-mal verprügelt, die Mistsau. Was kann ich machen, wenn mich die Viecher anspringen? Was kann ich denn dagegen machen? Das verstehe ich nicht. Ich muss es googeln, weil ich einfach absolut keinen Plan habe. Evil 3. Nee, der Safecode. Nee, will ich jetzt eigentlich nicht rausfinden. Es sei denn, ist mir scheißegal, ganz ehrlich. So, jetzt sag mal an. Safecode in der Innenstadt. Ist das der? Links 3, warte mal. Links 9, rechts 3, links 7, okay. Ach, zu dem Safecode komme ich ja erst noch. Habe ich jetzt meine Muni? Okay. Jetzt heißt es einfach nur laufen. Ich bin... Alter! Yeah! Ich dodge! Alter, fick deine Mutter, du schwule Sau. Ich nix gegen Schwule, aber was soll ich machen? Piss dich! Piss! Also Meister, an der Stelle pausiere ich die Aufnahme, weil ich bin schon maximal getriggert. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe.